Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man Zero 2, wollte ich sagen. Und ich habe gemerkt, dass meine Stimme im letzten Part etwas seltsam klingt. Wow! Kurze Sprite Limitation oder so. Ja! Schon wieder. Woran liegt das auch? Jetzt muss ich warten, bis es näher kommt. Lalalala. Komm her. Ja, ich glaube, das geht wirklich nur so. Na! Wow. Danke. Ja. Ja. Ducken. Nee, kommt nichts. Und hier hoch. So. Schieß. Gut. Und wieder durch. Warum kann ich eigentlich nicht dashen und... Oh, zuerst du kamst, genau. Was für ein Deutsch. Ja, die kann ich nicht zerstören. So. Dieser komische Käfer oder was das sein soll, ist auch weg vom Fenster. Oh, Kristall. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder ganz wenige. 852, ja, habe ich. Na gut, dann versuche ich nochmal mein Bestes zu geben in dieser Stage. So langsam kennen wir sie ja. Okay, der Ansatz ist ganz klar, was ich hier machen muss. So langsam gewinne ich auch ein Skill dazu. So, hier wieder einmal kurz leiden. Und dann schon hoch zum Leben. Jetzt kommt wieder ein Gegner. So. Moment, ich habe immer noch das Eis ausgerüstet. Nun gut, ist egal. Oh, das war's schon. Mach auf, danke. So. Salbeilf ist immer noch weg. Apropos. Oh, hier geht's schon ganz schön ab. Geil. Yeah! Okay, zumindest habe ich verstanden, was ich da tun muss. In diesem Raum mit Seal. Da! Ah! Mein Hals schon wieder. Irgendwie muss ich das Teil da unten noch kaputt machen können. Vielleicht damit? Kann ich das steuern? Wie war das? Nee. Wozu ist das Teil dann gut? Damit? Nee. Nun gut, das heißt wohl einmal kurz einstecken und dann durch. Ich glaube, da nehme ich lieber eine Schusswaffe als Mainwaffe. Egal. Durch, schnell. Scheiße. So, so kann ich immerhin auch eine gute Salve starten. Lalala. Ach, ich verstehe nicht, warum schaffe ich diese Stage nicht? Die ist doch gar nicht mal so schwer. So. Nein, das wollte ich nicht einsammeln. Scheiße, ich hab's verkackt. Ja, jetzt kann ich's eh schon vergessen. Jetzt kann ich nur mehr da hoch, um mir das Leben zu holen. Jetzt könnte ich eigentlich schon Selbstmord begeben. Aber trotzdem versuche ich es, denn ein Wolf gibt nicht auf. Außerdem bekommen wir so ein bisschen mehr Kristalle. Jetzt kann ich mal testen, ist da unten was? Bestimmt nicht. Mein Hals. Warum?
Du kannst nicht alles abwehren. Okay, ja. Scheiße, ich hätte es anders machen müssen. Ja, mich von denen treffen lassen und dann runter. Vor allem das Teil bleibt viel zu kurz aus. Das ist das Problem. Oh! Ich brauche einen Plan. Ich habe es zuerst auch geschafft. Also warum sollte ich jetzt es jetzt nicht schaffen? Sagen wir das. Das. Oh! Geil, danke. Jetzt muss ich das gar nicht. Jetzt hole ich mir wieder das extra Leben. Ja, das ist schon gut, dass die das Leben hier hingelegt haben. Aber nun gut. Einmal Kristalle, einmal hier runter, einmal da. Vor allem, da ist man jetzt hier komplett voll. Und beeilen, beeilen. Ich habe schon einen Plan, wie ich das anstellen könnte. Du triff mich. Oh. Ja? Scheiße, ich hätte das vorher abknallen können. Moment. So. Und hoch. Okay, jetzt! Kommt schon, Leute, das war doch etwas gut. So, jetzt muss ich nur diesen Raum wieder überstehen. Auch die ganze Sequenz nochmal. Ja, Ziel, wir wissen es. Tut mir leid, Ziel, aber du wirst jetzt wieder ein bisschen einstecken müssen. Sorry, Mädel. Toll, und ich... Geil, und ich fahre in den nächstbesten Gegner rein. Vielleicht kann ich da auch ein paar Kristalle absahnen. Ja, eigentlich würde ich Seal richtig verteidigen und nicht so leiden lassen. Aber nun gut. Es geht nicht anders auf die sichere Variante. Ja. Toll, jetzt stelle ich mich an. So. Lalala. Du kannst abhauen da oben. Ja. Ja, zu viel. So, jetzt wieder auf Normaltour. Die Ziel da hinten einfach nur leidet. Die Arme. Ich würde sie ja auf Biegen und Brechen verteidigen wollen, aber so ist das wesentlich angenehmer. Jetzt beißt der Hund schon wieder mein Kabel. Moment mal. Du. Brassen. Ja, hat er. Das Kabel von der Tastatur musste diesmal dran glauben. Und jetzt bin ich abgelenkt. Ja, toll, weil der Hund das Tastaturkabel zerfressen hat. Aber nun gut, immerhin hat die liebe Seal hier ordentlich Arbeit geleistet. Ich bin halb tot. Und jetzt kommt zum Glück noch eine Stelle, wo ich gut machen kann. Also wo ich wieder Lebensenergie zurückgewinnen kann. Und da kann ich wenigstens mal den Buster aufleveln ein bisschen. Ja. Oh, er blockt. Welcher Level hat der Buster überhaupt? Oh, der Buster hat auch Maximum. Ja gut, nehme ich mal den Schildboomerang, warum nicht? Kann der das auch schwächen? Ja, dauert ein bisschen, aber... Die Waffe soll auch... Moment mal. Kann der durch das Schild? Nee, kann er nicht.
Obwohl, so schlecht ist er eigentlich nicht. Aber nun gut, das könnte ein bisschen dauern so. Weil ich meine, soll das Teil auch ein bisschen gelevelt werden. Das Bild hier macht mich gerade verrückt. Lalala, zerschneiden wir einfach mal alles. Die Cyberelfe ist weg, also habe ich sie anscheinend echt schon geholt. Gut. Nein, nein, nein. So treffe ich ihn nicht. Kann ich so? Oh! Okay. Das heißt, da schützt mich echt davor. Das ist mal geil. Jetzt natürlich nicht mehr. Okay. Das Teil. Kann ich ihn herziehen? Nein. Ey! Ich glaube, ich sollte aufhören rumzublödeln, denn sonst bekomme ich meine Energie nie voll. Und er verzieht schon wieder das Kabel der Tastatur. Er blockt zwar alles, aber er kann nicht alles blocken. Komm schon, Energie, danke. Und der Buster. Wow, wie wir einfach alles zerstören. Da ist noch einer, oder? Ne. Okay. Eis ausrüsten. Eis ausrüsten, sagte ich. Und schon mal vorladen. Von wegen vorladen. Oh, geht doch noch. Okay, kleiner Herkules-Käfer-Verschnitt. Bruder von Herculoius Ancortus. Ja, er hat mich wieder erwischt. Warum kann ich da nicht ausweichen? Das ist voll unfair, dass er mich erstmal auf die Hälfte runterbringt. So. Sei mal das. Gut, ich kann da ausweichen. Oh, das war's. Bruder! Er ist tatsächlich der Bruder von den anderen. Es tut mir so leid, ich hab versagt. Oh, dieser Käfer war weitaus schwieriger als der andere, glaube ich. Stage geschafft. Ziemlich wenig Punkte. Verwundeter Krieger. Zero. Zero, Ziel. Dank, ihr habt das Luftschiff aufgehalten. Wo ist Commander El Pizzo? Commander El Pizzo heißt. Hat Ziel zum leitenden Commander befördert und hat das Feld geräumt. Seine genaue Position ist unbekannt. Ich werde Ihnen eine Nachricht zukommen lassen. Achso, er hat uns eine Nachricht überspielt. Hör zu. Missil. Unsere Operation ist fehlgeschlagen. Ich bin durch meinen Narrentum. Was? Foolishness, ja. Fool, Einfallspinsel und so. Ich wurde geblendet durch meine. Ach, Unfähigkeit, sage ich einfach. Haha. Ich bin so ein Narr. Ich war ein Errant? Was heißt Errant? Keine Ahnung, ich sage einfach eingebildet. Ich bin ein eingebildeter Junge in Neo Arcadia. Oder verirrter Junge in Neo Arcadia, keine Ahnung. Als ich hierher kam, war ich schon als Commander bestimmt. Und ich habe immer und immer wieder versagt. Ich war so ein Narr. Das ist alles wegen. Ich habe alles für die Kraft getan. Ich wollte stark sein. Ich wollte allmächtig sein. Ich wollte der mächtigste Reploy überhaupt sein. Ich wollte Neo Arcadia zerstören. Und alle Menschen. Denn ich bin ein wahrer Held. Du sollst ein wahrer Held sein, wenn du Menschen vernichtest. Du bist ein wahres Arschloch, wenn dann.
Wir kennen die Geschichte nicht mehr. Das Transfer. Wir können Epilus. Nein, wir können seinen Standort nicht mehr ermitteln, so. Oder nein, sie haben die Geschichte von Epilus Transfer-Servergang ermittelt. Wie ist es? Der Commander muss nun die neuen Location eingeben. Willst du folgen, leitender willst du den leitenden Commander zurückbringen? Wir müssen LP zu helfen. Ach, Seal. Sag jetzt nicht, ich kann nicht speichern, das wäre echt ätzend. Labor. Hallo. Ja, speichern. Das wäre jetzt ganz schön bei dir. Ich will vorbei. Danke. Oh, da geht es noch weiter. Room. Das war wahrscheinlich meiner. Oh, hallo. Was ist los, Zero? Da kann ich jetzt auch vorbei. Ah, auf einmal habe ich größeren Zugriff. Oh, das Mädchen mit den Hasen wieder. Oh, Zero, ja. Unsere alte Basis. Ziel ist beschäftigt. Langweilig. Was ist denn das für ein alter Mann? Ja, sorry, dass ich jetzt nicht gerade vorlese, aber ich habe jetzt... Oh, diese Basis sieht mal geil aus. Achso, hier kann ich nicht raus. Okay. Aufzug nach oben. Ich durchsuche jetzt jeden Raum. Da kann ich mir die Basis wenigstens genau angucken. Oh, Außenposten, geil! Oh, Mr. Zero. Wir haben eine verlorene Cyberhilfe gefunden. Kannst du auf sie aufpassen? Mikila? Ah, danke, Kumpel. Nein, ich wollte nach unten. Ich gehe jetzt hier oben lang. Oh, da ist eine Cyberhilfe. Ist das eh, lass das mir. Ich will da auf jeden Fall raus, aber sowas von. Zum Glück bin ich rausgegangen. Also sieht der Turm von außen aus, gut. Jetzt habe ich nicht nachgeguckt, welches war. Pyleaf. Ah, noch eine Cyberelfe, eine Energietankelfe. Hoch da. Hoch, hoch, hoch. Ja, es ergibt Sinn, sich überall umzugucken. Hoch, hoch. So, jetzt fahren wir wieder unten. Nochmal. Nochmal. Gut, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Alter Mann. Ja, ich spreche jetzt mit allen nur so extra schnell, dass ich da irgendwie noch Cyberhilfe abgreifen kann. Oh, Stockbetten. So, dann hier rüber, rüber. Raum, okay. Muss ich doch irgendwo speichern können. Oh, noch mehr Räume. Okay, ganz rechts fangen wir an. Wahrscheinlich sind das die Zimmer der Wachen. Okay, die sagen alle, ja, danke, Zero. So, was sind die Leute, die ich gerettet habe, oder? Sieht ganz so aus. Rüber. Nein, auf die andere Seite. Oh, da war der alte Mann. Dann gehen wir mal weiter runter. Halle. Halle. Oh Mann, ist das hier groß. Wahrscheinlich bin ich jetzt da rausgekommen, ja. Was hast du zu sagen? Lalalala. Irgendwo muss es doch noch mehr Cyberhilfen geben. Ich meine, ich habe ohnehin schon mehr als genug. Oh, noch mehr Zimmer. Wieder alle durchsuchen. Nix. Nix.
Nix. Nix. Ah. Ich weiß, der Part ist schon über 20 Minuten, aber ist mir egal. Ich will jetzt die ganze Basis noch durchsuchen. Vielleicht finde ich ja etwas Cooles. Ich meine, habe ich hier schon Cyberelfen. Hallo Mr. Zero, mein Name ist... Cyberelf, danke! Okay, hier in der Basis scheint tatsächlich viele Cyberelfen zu sein. Hey Kind! Du bist voll zum Arbeiten, ja. Kann ich da hoch? Nee, leider nicht. Ich versuch mich extra hier zu beeilen. Oh, du schon wieder. Kann ich hier nirgendwo speichern? Das ist ein bisschen dämlich. Gefängnisse. It's not here. Na gut, dann gehen wir eben wieder hoch zu Seal, in der Hoffnung, bei ihr speichern zu können. Was war denn das jetzt für ein Stockwerk? Oh, zu hoch. Dann ging es hier, glaube ich, lang. Nein, das sind die Wachposten. Hier? Nein, da war das Mädchen mit dem Hasen. Da, bestimmt. Ja. Okay, kleine Seal. Safe Data. Jawohl. Kann ich auch irgendwie Cyberelfen? Toll, ich kann die Cyberelfen nicht mehr verwalten. Das ist ein bisschen dämlich. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Mega Man Zero 2. Fertig.